Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Hildmann. Ich bin Ihr Internetunternehmensberater. Ich bringe Sie in Google auf Seite 1 und sorge dann dafür, dass aus Ihren Besuchern Kunden werden. Heute möchte ich Ihnen gerne einen Kunden von mir vorstellen. Das ist der Schädlingsbekämpfer Thomas Schlabak in Oberursel im Hochtaunuskreis, Nähe von Frankfurt. Ich war sehr überrascht, als ich gesehen habe, was Herr Schlabak alles anbietet, weil bei Schädlingsbekämpfer denkt man ja meistens an sowas wie Ratten und Käfer und sonst irgendwas, was alles da noch abgewehrt werden muss. Aber er ist ausgebildeter und von der IHK zertifizierter Schädlingsbekämpfer und hat noch ein kleines bisschen mehr in petto, was er mit Ihnen machen kann und wo er Ihnen helfen kann, sozusagen gewisse Schädlinge loszuwerden. Das fängt zum Beispiel auch schon mal an bei der Taubenabwehr. Das heißt also, wie werden entsprechend auch dann Gebäude ausgerüstet, damit Tauben sich da nicht hinsetzen können und dann entsprechend irgendwas fallen lassen können. Sie sehen auch hier dann, dass also Taubengitter, dann hier sehen Sie ein Vordach vor der Taubenabwehr, ein kleines bisschen mit den ganzen Hinterlassenschaften der Tauben, was man da sehen kann. Und nach den Taubenspikes kann es ja keine Taube mehr hinsetzen. Das ist ganz gut so. Ja, Desinfektion ist klar, das ist das, worunter man eigentlich dann auch Schädlingsbekämpfer dann auch wahrnehmen kann, sieht man hier, was alles dann gemacht wird von der Firma Schlabak. Das gleiche auch dann Marderabwehr. Ich habe auch gerade Freunde, die haben einen Marder im Dach und das ist nicht so nett, weil das Trippeln hält dann nachts wirklich wach, weil Marder sind nachtaktive Tiere und ja, da kann man nachts nicht schlafen, wenn man dort das Trippeln in Dachsparren hört. Hier werden also dann fachgerecht entsprechend Öffnungen versiegelt, dass die Marder nicht mehr ins Dach eindringen können. Das gleiche auch für Grasmilbenbekämpfung. Da wird also auch dann mit unschädlichen Mitteln gearbeitet, also mit pflanzlichen Wirkstoffen gearbeitet, um Grasmilben zu entfernen. Als letztes, und das war eine Überraschung für mich, dass auch Baumfellarbeiten von der Firma Schlabak ausgeführt werden. Sie sehen also hier, wie fachgerecht das gemacht wird. So sieht der Baum vorher aus. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass der Baum nicht komplett aufs Haus umfällt. Komplett kann man ihn nicht fällen, da er zwischen Häusern steht. Also wird dann nacheinander erst die Äste, dann abgesägt bis oben hin. Da sieht man hier die Baumkrone, steht nur noch alleine. Und dann wird nacheinander segmentweise dann der Stamm zerlegt. Und hier sieht man dann den gesamten Baumstamm zum Abtransport. Ja, wenn Sie die Firma Schlabak kontaktieren wollen, nehmen Sie Kontakt auf. Hier oben finden Sie die Telefonnummer, Mobilnummer. Herr Schlabak ist meistens mobil zu erreichen, weil er natürlich dann viel für Kunden unterwegs ist. Und hier auch dann noch 24 Stunden Notdienst. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und denke mal, wenn Sie also Schädlinge haben oder keine Schädlinge haben wollen, ja, wenden Sie sich vertrauensvoll an die Firma Schädlingsbekämpfung Thomas Schlabak in Oberursel. Das war's. Ihr Uwe Hildmann, ich wünsche noch einen schönen Tag.